Hallihallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ja, ihr seht richtig, ich habe wieder komplett wieder nachgezockt. Ja, ich habe komplett wieder bis hierhin gezockt. Und ja, wir sind wieder genau da, wo wir vorher stehen geblieben sind. Hier wieder bei dem schöne Sache hier mit dem Prinz und der Bettelknabe. Ich habe auch wieder 5 Leben. Ja, ich habe es wieder irgendwie hingekriegt, alles hinzukriegen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt mit Safe States gearbeitet. Ich habe den ganzen Weg bis jetzt wirklich mit Safe States gearbeitet. Und ich habe es auch geschafft. Das Problem ist leider, ich habe leider keine Continue-Chance mehr. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Freunde. Ja, heute wollen wir auf jeden Fall den ganzen schweren Weg zu Kata Kalo gehen. Ohne, dass wir irgendwie sterben. Aber ich weiß jetzt schon, dass wir das nicht schaffen werden. Weil das einfach unmachbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das einfach... Du hast keine Chance. Ja, natürlich. Schon der erste Treffer in den ersten Sekunden. Freunde, das wird wieder lustig werden heute. Schön, dass ihr wieder da seid bei Mickey Mania. Ihr merkt so ein bisschen, ich bin leicht angereizt und so weiter, weil das einfach alles nur zum Kotzen ist. Der ganze Weg hierhin zu wieder der alten Stelle war sowieso übelst schwer. Willst du mich verarschen, du fette Sau? Also Leute, stellt euch schon mal ein, es wird jetzt hier wieder ein bisschen geraged-crittet hier. So wie bei Crash Bandicoot, wenn ich irgendwann halt richtige Galle am Arsch kriege. Willst du mich verarschen, Mann, du Wichser, Alter? Das gibt's doch nicht. Tut mir leid. Das ist ein Kinderspiel. Da darf man nicht Wichser rufen. Bei denen hier schon. Weil das einfach nur wirkliche Wichsknödel sind irgendwie. Du mit deinem blöden Messer, wirf dein Messer irgendwo anders hin. Ey, wie soll man wirklich hier... Ohne Witz, wie soll man das schaffen, hier komplett durchzukommen, wenn man nicht irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwas zu bekommen? Warte, ich springe jetzt mal anders. Warte mal. Nee, ich glaube nicht, dass ich dann einen Stern kriege. So, zack, natürlich nicht bekommen. Yeah, cool, geil. Geht aber nur mit 2 Leben durchkommen. Warte, ich warte jetzt, bis der andere Typ kommt. Warte mal. Ich will nur den hier haben. Ja, danke, Sacknase. Warte mal, ich bringe jetzt alle um. Diese Sacknase sind alle... Ihr seid alles Wichsknödel, Wichsknödel, Wichsknödel. Ihr seid alles Wichsknödel. Guckt endlich zu mir. Dankeschön. Oh, ich bin gar nicht am Ausrasten. Ich bin gar nicht am Rage-Quitten. Ich krieg auch gar keine Kopfschmerzen wieder mal. Weißt du, bei so einen Games kriege ich ohne Witz... Kopfschmerzen. Jedes Mal, wenn irgend sowas mich richtig ankotzt und so weiter und so fort, kriege ich so schnell Kopfschmerzen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich bin schon wirklich kurz davor zu sagen, okay, den Rest mache ich alles nur mit Game mit Safe States. Aber ich will das irgendwie nicht. Ich hasse es, Safe States zu benutzen. Es war auch schon den Schlimmen, wenn ich den ganzen Weg hierher schon Safe States benutzen musste. Jetzt auch nochmal mehr Safe States. Nee, danke. Du kriegst auch keine extra Leben oder sowas. Ich habe hier noch nie... Also ich spiele das Spiel schon die ganze Weile. Ich habe nirgendswo, wirklich nirgendswo, ein bisschen was mit Leben gefunden und so weiter. Weißt du, bei den anderen Games, also bei zum Beispiel jetzt... nehmen wir mal Aladdin. Zum Beispiel so. Also Aladdin für den Super Nintendo. Da hast du so viele Leben bekommen. Du hast wirklich einfach das Level geschafft, sag ich mal so. Dann hast du voll viele Leben bekommen. Oder Super Mario Bros. Super Mario Bros. Damals für den NES. Da hast du auch Leben bekommen. Musstest du das einfach nur schaffen? Oh, guck mal, wieder unsere liebe Quietsche-Ente. Dieser Bereich ist ja jetzt nicht schlimm. Schlimm wird es ja erst, wenn wir irgendwie bei dem Turm wieder sind. Oder auch zugeballert wirst mit irgendwelchen Dingern. 4 Leben haben wir, das ist eigentlich okay. Noch keinen Schaden bekommen. Ich dachte gerade, ohne Scheiß, der trifft mich da oben. Ich laufe jetzt einfach an jedem Gegner irgendwie vorbei. Weil das... Ey, weißt du, sowas... Dieses Spiel hätten sie ohne Scheiß auf den NES Super Nintendo Mini machen sollen. Ich glaube, das ist... Ja, danke schön! Oh, Alter.
Das ist doch nicht wahr. Und ich habe nur noch 3 Leben nur noch und ich muss den ganzen Weg nochmal latschen, bis ich irgendwann zu Katakalo komme. Oh. Ey, du kriegst niemals 20 Minuten bei diesem Spiel hin, weil du zigmal die ganze Scheiße selber machen musst, so. Musst es 5-mal machen, um da wirklich durchzukommen. Und ich bin richtig du bist doch ein Wichsknödel! Du da oben! Oh, 2 Treffer von dem Idioten. Und diese Hitbox von Mickey ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist einfach nur heftig, einfach nur. Bin ja froh, dass das Spiel nicht sagt, ja, danke. Ja, haha! Leck mich am Arsch! Ich leck mich am Arsch! Lecke mich voll total am Arsch! Du bist ein scheiß Arsch! Du bist ein Eichloch! Nur noch 2 Leben, cool, ich habe noch den ganzen Turm vor mir. Oh Gott, Leute. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Und ich merke es, dass mein Auge so ein bisschen zuckt. Und wenn mein Auge zuckt, dann bin ich total am Rage-Critten. Ja, wirklich, das ist ohne Scheiß. Wenn ich irgendwie League of Legends spiele oder sonst irgendwas, ist ja auch was, was ich auch noch gerne zocke. Ich spiele ja gerne LOL. Danke, dass du überhaupt nicht schießt. Danke, dass du mich irgendwie getroffen hast. Keine Ahnung, wie. Ja, wie gesagt, ich spiele ja auch LOL. Und bei LOL ist es genauso. Wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn man einfach sagt, Alter, wie viel Lack hat der... Mann! Alter, es gibt's doch nicht, ey. Wirklich, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Wisst ihr noch, wo ich mich damals gefreut habe, dieses Spiel zu spielen? Jetzt freue ich mich gar nicht mehr, weil es einfach nur scheiße ist. Oh. Nee, ohne Witz. Ohne Witz, es geht gar nicht. Ich hasse dieses... Weißt du, ich liebe den Film, der Prinz und der Bettelknabe, aber das Level hasse ich wie die Pest. Ich glaube, das ist das schlimmste Level überhaupt. Wenn ich so ein Ranking machen würde, die schlimmsten Level, die ich jemals gezockt habe, ist sofort das Spiel. Ich glaube, das hier ist die Nummer 1. Weil ich bin richtig abgesprungen. Ich hätte es geschafft und so weiter. Super, diesen Sprung schaffe ich. Perfekt. So, jetzt pass auf, jetzt kommt der nächste Sprung. Ich sehe gerade gar nichts. So, zack. Ja, so bin ich gerade eben auch gesprungen. Aber nein, das Spiel sagt sich einfach, fick dich. Aber wirklich ganz hart, fick dich. Geh einfach du einfach weg, du Penner. Nur noch ein Leben. Oh, ist das schön. Nur noch 3-mal getroffen werden. Oh, ist das schön. Oh, ist das geil. Oh, ist das schön. Wie habe ich das überlebt? Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das überlebt. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade echt nicht, wie ich das überlebt habe. So, du stirbst. Du stirbst jetzt. Oh, no, Mann! Was ist das hier? Wozu sind die scheiß Raketen? Das muss mir jemand einfach sagen. Warum? Wofür? Was sind diese Raketen da? So. So, zack. Weißt du, das wäre ja voll lieb, wenn das Level einfach sagen würde, ja, komm, wir bringen dich wieder zurück und so weiter. Oh, schön, wieder fast tot. Ja, juhu. Ey, das ist ja das Spiel Aladdin ein Witz dagegen. Okay, es gibt ja das Spiel Aladdin. Und das ist ja wirklich ein Witz. Oh, schön. Fast wieder tot. Geil. Jetzt kommen wir als nächstes in den Turm. Oh, cool. Ich freue mich. Ah, ne, erstmal kommen wir wieder zu der Pissstelle. Gib mir doch einfach Leben oder darf ich nicht cheaten oder sonst irgendwas. So unendlich Leben oder sowas. Oh, das wäre so schön, wenn das gehen würde. Wenn du einfach nur cheaten könntest und sagen, ey, guck mal, ich habe jetzt 50.000 Leben. Ach, jetzt kommt auch wieder meine Lieblingsstelle mit der toten Maus hier, die gerade hier steht. Das sind bestimmt andere Spieler, die vor mir gestorben sind. So. Yay, geil, beim ersten Mal geschafft. Juhu, geil, ich bin beim Prinzen. Cool, ich freue mich, yay. Ich freue mich voll. Ich bin so glücklich darüber. Ich habe den Prinzen gerettet. Hey, cool. Jetzt kommt wieder der schöne Turm. Yay, wuhu. Der Turm. Cool, ich bin beinahe beim Turm gerade verreckt worden. Geil, yay. Merkt ihr die Begeisterung, Freunde? Merkt ihr diese Begeisterung? Ich war so glücklich. Jetzt bin ich einfach nur sauer. Oh Gott. Oh Gott. Nein, warum denn? Ich bin doch perfekt ausgewichen.
Hey, Fässer wieder, cool. Ey, da ist ja die, da ist ja das Spiel die Schlümpfe. Ein Kindergarten gegen dieses Spiel. Wirklich, die ich dachte, die Schlümpfe wären schon die Horror gewesen, so. Ey. Ah, das ist... Dieses Spiel nimmt dich in den Mund, kaut dich fünfmal durch und dann spuckt es dich einfach raus. Das ist dieses Spiel. Das ist einfach dieses Spiel, was dich einfach nur wirklich fickt. Wirklich, ihr habt ja vielleicht sogar mein Schlümpfe-Let's Play geguckt. Einfach mal hier irgendwie, Ende des Videos mache ich einfach mal Werbung für das Ding. Ich dachte wirklich schon, das ist Horror. Wirklich, ohne Witz, ich dachte echt, dieses Spiel ist Horror. Aber das hier ist ja noch schlimmer. Wirklich, das ist noch schlimmer. Ich habe null Leben. Also ich habe null Trefferchancen. Ich habe ein Leben. Und das Schlimme ist, ich kann gegen Kater Carlo, also gegen Kater Carlo, kann ich nichts ausrichten, weil ich nichts bei mir habe. Ich habe keine Kugeln, ich habe kein Leben, ich habe nichts. Gar nichts. Nada, niente. Überhaupt nichts. Darf ich irgendwas kaputt machen? Darf ich wirklich irgendwas kaputt machen hier? Nee, lieber nicht. Das wäre scheiße, weil es kostet zu viel. Ich bin gerade eben auch so gesprungen. Aber er sagt sich, nein, ich springe nicht auf die Plattform. Bin doch nicht bescheuert. Das ist eine Plattform. Das hätte mich ja gut nur gerade den Arsch gerettet. Mickey, ich bring dich irgendwann um. Wenn ich irgendwann mal nach Disneyland Paris komme, jage ich dich und bringe dich um. Warum denn? Warum haut ihr nicht einfach auch ab? Haut doch einfach ab. Er ist schon wieder nicht gesprungen. Ohne Witz, er ist gerade wieder nicht gesprungen. Yay, komplett aufgefüllt. Yay, geil, geil. Oh, ich freue mich. So. Lass mich einfach hier durch. Ich will einfach nur dieses Level schaffen, so. Och, Mann. Ja, natürlich. Da wirft der Wichser von ganz weit hinten und killt mich auch noch fast. Darf ich bitte irgendwie Leben haben oder sowas? Jetzt ohne Witz, wie soll ich denn Kater Carlo bitte besiegen? Mit zwei Treffern und null Leben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, Tom! Ich springe auch noch auf seinen allerwertesten oder seinen Kopf oder sonst irgendwas, was auch immer gerade war. Und trotzdem, weißt du, der ist da hinten und trifft mich volle Kanne. Also wenn es irgendwann, ich glaube, es gibt sogar noch ein Spiel von Ariel, die Meerjungfrau. Das werde ich niemals spielen. Oh, cool. Haha, klasse. Tot. Yeah, ein Treffer, ich bin tot. Passt auf. Ja gut, ich kann mich kurz hochheilen, aber was bringt mir das? Ich habe nichts zum Heilen. So, jetzt wirft er. Guck mal, wie schnell das... Oh, du bist ein Penner. Das war einfach nur scheiße. Wo kommen eigentlich diese Ninja-Sterne her? Geil, drei Treffer. So, komm mal her. Nee, er wurde nicht getroffen. Er wurde nicht getroffen. Ist das für ein Bosskampf? Er wurde wieder nicht getroffen. Weil sonst wäre das Ding weggekommen. So, warte mal. Komm, spring hier rauf. Ja, er ist drauf gesprungen. Er ist getroffen worden. Er ist getroffen worden. Jetzt richtig hart konzentrieren. Vielleicht schaffe ich es ja doch. So. Mach wieder deinen Scheißangriff. Und jetzt spring, 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 spring. Super. Muss ich aufpassen. Spring. Jawohl. Wieder getroffen. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt spring, du fette Sau. Spring, spring, spring. Super, klasse. Oh Gott, ich muss mich gerade richtig konzentrieren.
So, spring, du fette Sau. Jetzt macht er wieder sein Schwert. Ausweichen, zack, ducken, geil. Spring, du fette Sau. Super. Oh Gott, ich muss mich gerade übelst krass konzentrieren. Jawohl. Bist du down? Nee, noch nicht. Schön, 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 schön. Es läuft, aber es läuft. Ich spiele jetzt gerade schlauer als sonst. Wow. Oh, das hätte gerade übelst ins Auge gehen können. Nee, da muss ich aufpassen. Er ist noch nicht schneller geworden. Das finde ich auch sehr gut. Bitte jetzt nicht zucken, Auge. Bitte nicht zucken, Auge. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht zucken. Zuck einfach bitte nicht, Auge. Jawohl. Bitte ist er tot. Mann, du lebst immer noch. Warum lebst du immer noch? Warum brauchst du 5 Treffer? Wieso brauchst du 5 Treffer? Jawohl. Oh Gott. Lass es doch bitte jetzt endlich vorbei sein. Lass es doch bitte endlich vorbei sein. Oh Gott, aufpassen. Zack, runter. Der Messer kommt. Ich kann mich auch gerade nicht irgendwie konzentrieren oder sonst irgendwas. Ich muss einfach... Ey, was heißt, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich meine, ich muss einfach jetzt so quatschen. Jetzt komm, spring, du fette Sau. Ja, ja, ja. Nein, doch nicht. Was muss ich machen? Nein! Ich kann mich ran. Was? Was? Oh Gott! Was zum... Nein. Nein. Messer. Schwert. Sei tot. Sei doch bitte tot. Oh nein. Bin tot. Alter, was ist denn das für ein Endboss-Kampf? Ohne Scheiß, was soll denn das? Was ist denn das für ein Endboss? Okay, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke wieder fürs Zuschauen. Alter, dieses Ende wird einfach nur übelst kacke werden. Ich sag tschüss für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Part von Mickey Mania. Alter, was ist das für ein krasser Boss-Fight? Okay, macht's gut, Freunde. Ich werde jetzt ein bisschen schneiden, ich werde jetzt ein bisschen loslegen. Ich will im nächsten Part unbedingt das Ende haben. Ich flipp sonst aus. Ich bin wirklich... Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Part. Tschüss.